Herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Und wir sind jetzt. Hey, das hier ist eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Ja. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Interessant zu wissen. Da erfährt man jetzt mal ein bisschen was von Dana. Finde ich gar nicht so schlimm. Finde ich sogar relativ gut, dass wir hier jetzt so ein bisschen über Dana erfahren, über ihre Geschichte und über ihre Familie, denn ich sag's mal, wenn sie uns schon begleitet, dann will ich auch die Story wissen, weil viel haben wir ja bis jetzt noch gar nicht herausgefunden, außer dass die beiden halt Dana und Ellie zusammen sind. Aber sonst hat man ja, sag ich mal, nicht viel miterleben können von den beiden. Naja. Haben wir jetzt eine Flasche. Wechseln wieder aufs Gewehr. Und stecken das wieder weg. So, und jetzt müssen wir darüber. Da drüben ist der Gaskanister. Hier ist Benzin. Dann holen wir uns das mal. Also bitte, das ist ein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtspark aus. Verschwinden wir hier. Na gut, jetzt wollen wir dahin, wo ich in der letzten Folge schon vorstand. Wären wir da mal sofort reingegangen. Aber auf der anderen Seite hätten wir sonst das mit Dana nicht raus. Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann noch bei Jones Park. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Ja, interessant. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich für Religion interessieren. Meins ist es jetzt nicht so. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Interessant. Oh, eine weitere Notiz. Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5 sammeln. Sie alle ihre sektorverfügbaren Soldaten und begeben sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren sie alle Verdächtigen, sichern sie den Standort und warten sie auf meinen Auftrag, auf meine Ankunft. So, jetzt bin ich aber raus. Nach Arbeit zocken? Nein. Sergeant Raid. Oder Rare. Marät. Was? Neuer Ort gefunden. Karte von Seattle.
Wo ist denn das? Da hinten, bei einem Restaurant. Okay. Vielleicht finden wir da ja was. Ich hoffe doch. Oh. Was ist das? Das ist die Tora. Wie was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Hm. Interessant. Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme. Ellie, Vorsicht. Es ist okay. Es hält. Das wird nichts. Das kann nicht gut werden. Boah. Ist nichts dabei. Komm, okay. Gut. Sie macht's eh nicht besser. Ja, ist ja gut. Angeber. Mich mal. Ui, was haben wir hier? Ja, geil, Pillen. Rein damit. Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jeden Wenden zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in den alten Redewendungen? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott sie immer behüten. Wie auch gut. Und der Name? Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Da haben wir auch gleich mal ein neues Tagebuch. Einen neuen Tagebucheintrag. Den gucken wir uns auch gleich mal an. Wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. Mehr als ich bei ihm war. Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz, ich will den Glauben durch Schmerz. Ja. Und da war dann wieder die Info über Joel, die wir nicht haben wollen. Das ist halt, auch wenn man jetzt so manchmal das Gefühl hatte, dass Joel ihr nicht mehr viel, sag ich mal, so extrem viel oder so eng beieinander standen wie in Teil 1 noch. Doch jetzt wird einem klar, doch. Die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir dem ist so ein paar Vorräte besorgen. So. Dann gehen wir mal hier drauf. Zumindest ist es hier friedlich.
Es ist seltsam, in einer Akkuzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse, Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Sie hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Ja. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Schön, dass wir ihn zu Hause haben, oder? Ja. Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Und das Essen war später eingesteckt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Hast du nicht? Doch, und ich weiß, dass ich dachte, wer ist das dumme Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich hab nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. In die Westlake Bank. Wollen wir mal? Ne, das wollen wir nicht. So. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden, Art. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird mich heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. Mist. Willst du lieber abhauen? Entscheide du. So. Vier Stück haben wir hier. Da ist einer da, da und da. Also da hinten sind drei und hier vorne ist einer. Müssen wir mal gucken. Wenn wir das am besten hinkriegen. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen. So schon mal nicht. Das war doof. Ah. Und wieder doof. Also es ist machbar. Das ist auf jeden Fall. Aber wie? Ist die Frage. Auf jeden Fall. Ach komm. Jetzt ist er so. Jetzt wird es gerade nervig. Weil es ist eigentlich gar nicht so anstrengend. Meine Güte. So. Nach da hinten. Rennt hin da. So.
Ich hab doch weggewehrt. Ich habe Ausweichen gedrückt und das Spiel sagt, nein, hast du nicht. Aber jetzt wird's mich verarschen. Nach da hinten. Das ist auch weg. So. Meine Güte. Okay. Nervig. Das waren alle. Gut. Tja, das ist die Bank. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Und das war jetzt gerade das Nervigste an diesem ganzen... Und dann machen wir uns jetzt fürs nächste Mal direkt einen Molotow bereit, damit wir den Kram nicht mehr haben. Also das war ja jetzt gerade ein Krampf. So, dann nehmen wir mal das. Und haben einen Plan. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. Tresor 602306. Auslösung der Wache X. Tagsüber alle 2 Stunden. Ablösung nachts alle 4 Stunden. L liefert NKB ab. Ankunft vor der Eingang 0100. Aha. Okay. Also nochmal wenden. 602306. Dann gehen wir mal hier rein. 60. Zack, 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 zack. 60, 23, 06. So. Zack. So. Ah, hey, netter Mann. Danke für die Waffe. Okay, das war jetzt sehr unheimlich. Jetzt haben wir eine Pumpgun. Was haben wir hier? Nix. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Früher in der alten Welt. Wenn wir reich. Was haben wir denn hier? Nix. Überall nix. Tja.
Nehmt das Geld mit, sollte die Welt wieder zusammenkommen, ne? Ihr seid reich. So, lesen. Dieses Schreiben. Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Nail hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass die kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kale weggezerrt. Der hat mir fast den Arm abgerissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehe meine Freunde mit mir unter. Ich werde es den Zeitungen erzählen, den Fernsehen, den verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle, Peters, Leon, Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Ich fühle mich gerade echt komisch. Schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann nicht klar denken. Oh Scheiße, passiert es so? Werde ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf. Wenn ich draufgehe, dann wie ein echter Mann. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Ja. Also für ihn hieß es. Zwei Stück. Einer da, einer hier. So. Dana? Zack, und weg ist er. Dann einmal hier rum. Ach, da hinten. So. Und weg. Wir sind hier durch. Okay. Dann können wir die Bank verlassen. Hier war also nix. Hey, was noch wie früher war. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt deine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja. Dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das war echt Wahnsinn.
Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, gehen wir zum Gericht. Ich sehe es genauso wie Ellie, man. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also von daher. Ganz so sinnlos war es jetzt nicht. Wir haben natürlich jetzt nicht das gefunden, was wir uns vielleicht erhofft haben. Vielleicht irgendwie Informationen für die WLF oder sonstiges. Aber hey, eine Schrotflinte ist besser als gar nichts. So, jetzt müssen wir hier links rein. Wir können auch geradeaus. Also, wo müssen wir jetzt? Geradeaus weiter. Hier geradeaus durch. Was haben wir denn hier? Gate West. Auf diese Notizen gehen mit den Toren. Torku. Westgate 2. 0451. Okay. 045. Ah, okay, wir brauchen es nicht mal. Da hinten ist was. Was haben wir denn hier? Hier ist auf jeden Fall nichts. Aber hier. Use Gate Code. Welcher war es jetzt? 04? 0451. Gut. Dann machen wir das mal. 0451. Zack. Was hast du für mich? Gute Plünderungsaktion. Und das haben wir auch noch. So, Kartenort vollständig gefunden. Hört die maximale Gesundheit. Oh, das machen wir mal. So. Gehen wir einmal hier durch. Gehen wieder auf Schimmer. Gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Hier ist der Musikshop. Hier haben wir das alles. Also haben wir alles. Also gehen wir zum Gerichtsgebäude. Und hoch hier. Wir parken das Pferd hier. Gucken mal, ob hier irgendwo noch was ist. Irgendwas Nützliches. Gut, durch den Bau kommen wir jetzt nicht. Ja gut. Ah. Ich dachte schon, wir sind stecken geblieben. Was haben wir denn? Oh. Zack. Davis. Suche in unseren alten WLF-Versteck nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Zervina und mach dir keine Gedanken wegen Benzin. Wir kümmern uns darum. Mike. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke.
Was für Kenner, von wegen. So. Und da haben wir wieder neue Tabletten. Zack. So. Oh, was ist denn hier? Oh Gott! Entschuldigung, dass ich auf die Toilette wollte. Ja. Was ist das? Barkus steht drauf. Was meinst du, wofür ist der? Keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. Sehen wir doch mal nach. Barco. Und wir machen erstmal hier noch mal zwei Molotows. Dann gehen wir mal auf die Karte von Seattle. Und da vorne, Barco. Ah. Das Einzige, was wir noch haben, Barco und das Gerichtsgebäude. Aber... Da waren wir schon. Ja, aber ich würde sagen, das war das Gerichtsgebäude und Barco. Wahrscheinlich, ja, obwohl wir probieren mal reinzukommen. Wenigstens noch. Ach, kann auch klappen. Suchen wir weiter. Nehmen wir mal hier runter. Vielleicht ist hier an der Seite noch was. Weil rein auf jeden Fall noch. Aber, ja. Wenn wir den Eingang gefunden haben, dann machen wir auch, würde ich sagen, mit dieser Folge Schluss. Denn... Ja, ich höre es. Infizierter. Das wird richtig übel, oder? Gut, dann machen wir, sind wir bereit. In der nächsten Folge. Zack, auf damit. So. Rein und runter. So, und damit würde ich jetzt hier sagen, beenden wir das erstmal. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehen wir zu Barco, dem Hundeladen. Den habe ich nämlich vorhin schon mal da vorne gesehen. Und durch den Knochen ist es ja auch klar. Und machen noch das Gerichtsgebäude. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und... wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würden wir uns über ein Abo freuen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.